geht ab. Kommt zu Bildschön. Den Format mit den zwei Bildschirmen Leuten. Das, woher auch der Name des Formats kommt. Okay. Hui. Hall. Ich höre mich hier über die geile Box. Oh yeah, Hannes. Das ist ein bisschen wie so eine Kontrollbox vom Sänger. Verrückt. Ne? Das ist abgefahren. Wir sind im Keller, das ist der Raum, der am nächsten zu einem zu einer Toilette ist, glaube ich. Das bedeutet, wenn ihr zwischendurch mal so Plop-Sounds hört, das ist nicht von uns. Es kommt von und 2 Meter weiter. Und vielleicht werden wir auch live heute Abend kotzen. Ich bin dabei. Das ist alles offen, ne? Ich habe hier gerade eben noch schnell was gegessen. Ja. Und darum. Weil ich, als es losging, ist mir aufgefallen, mein ganzer Pulli ist voller Krümel. Mhm. Und vielleicht war das für den Zuschauer, der gerade zugeguckt hat und gesehen hat, wie ich so gemacht habe. Seltsam. So, du hast ja geile Idee gehabt. Und das müssen wir erstmal die Regie fragen, weil wir es nicht vorher gefragt haben. Regie, ihr hört uns, ne? Ja. Wir haben noch dieses geile Voting-Tool, ne? Weißt du, wie viele Sachen man voten kann? Also wie viele Auswahlmöglichkeiten? Okay, das wird jetzt rausgefunden, mal. Weil liebe Bild... Fünf Stück! Okay. Heute ist es nämlich soweit, oder? Du da draußen darfst mitentscheiden. Ja, ihr dürft mitentscheiden. Und zwar zum einen, was dann unser erster Themenbereich werden soll, was für ein Thema dieser Bereich haben soll. Und heute wird es auch eine erste Achterbahn geben. Genau. Sag ich jetzt einfach mal. Hast ja vollkommen recht. Und ich sag jetzt, heute gibt es eine Achterbahn. Wir haben uns jetzt 2 Folgen drum gedrückt. Ja. Haben jetzt erstmal hier Streichelzoo gebaut und so. Aber jetzt, den zeigen wir gleich nochmal. Jetzt kommen wir nicht drum rum. Und jetzt kommt der erste Themenbereich, wo ihr mitentscheiden dürft, was das werden soll. Genau. Wollen wir mal 5 Auswahlmöglichkeiten geben? Wir müssen erstmal sozusagen. Wir müssen erstmal gucken, was wir da haben. Gehen wir auf die Szenerieobjekte, da sind die ja unterteilt. Ach ja, stimmt. Warte, nach unten. Ich will ja doch nicht. Also Leute, noch nicht voten. Wir sagen euch gleich, wie der Befehl lautet. Regie, wir sagen. Oh. Klingelt erstmal. Ganz schlecht. Wie peinlich hier. Scheiße, und ich weiß nicht, wer das ist. Dann gehen wir lieber ran. Soll ich rangehen? Ja, klar. Hallo? Ich bin noch in der Redaktion, lieber Michael Reinke. Ich sitze nämlich gerade live vor der Kamera. Guckst du etwa nicht bildschön, oder was? Das ist Michael Reinke gerade am Telefon. Okay, cool. Wir sprechen später. Ciao. Netter Dude. Hat der eine neue Nummer? Ich weiß es nicht. Also normalerweise habe ich den gespeichert. So. Und jetzt mache ich mal hier nämlich schön laut los. Eigentlich ja Flugmodus, ne? Aber es kann ja sein, ich bin ja ein viel beschäftigter Mann, dass hier meine Kollegen meine Hilfe brauchen. Okay, Standard nehmen wir natürlich nicht. Wollen wir mal die ersten 5 nehmen? Okay, die ersten 5 sind. Okay, also Regie, hört ihr zu. Es gibt jetzt 5 Auswahlmöglichkeiten und mit dem Befehl Ausrufezeichen RCT für Rollercoaster Tycoon. Oh, RCT, okay. Und dann entweder Western, gruselig, Sci-Fi. Cypher zusammengeschrieben, Abenteuer oder Atlantis. Also, liebe Leute, votet dann gleich, wenn die Regie uns sagt, okay, gleich geht's los, mit Ausrufezeichen. Welches Thema soll unser erster Themenbereich haben? Also, wie nennt man das denn? Wie nennt man hier diese Sachen? Themenbereiche. Ja, das ist natürlich, guck mal, die Regie hat die ganze Arbeit, ne? Wir sitzen hier nur drum rum. Das ist total geil, ne? Keine Frage, kannst du auch überschreiben. Oder welches Thema? Fragezeichen. Und dann Western, gruselig, Sci-Fi, Abenteuer oder Atlantis? Ihr kriegt das schon hin, ne? Ihr seid ja gut. Und ihr da draußen kriegt es. Guck mal. Geht schon und los? Man sieht mich nicht mehr. Hey. Oh, es geht schon los. Geil. Dann haut mal schön in die Tasten, Boys and Girls, out there. Und dann werden wir gleich mal gucken. Aber erstmal machen wir jetzt hier noch ein bisschen den Streich so. Oh, guck mal, jetzt. Nice, live. Live geht das hier krass durch. Das ist ja cool. Und gleich nochmal rein. Macht fleißig mit. Genau, ihr, macht fleißig mit. Ihr dürft hier entscheiden. So, wer letztes Mal dabei war, weiß ja, wir haben hier nämlich gedacht, hey, komm, wir machen mal hier Play. Guck mal, ob du mit einem mitgehen kannst, mit einem Zuschauer. Okay. Warte mal, irgendwie, wieso kann ich... Baumodus wieder links. So. Aber ich will ein Kind haben. Da. Das ist ganz alleine, das ist perfekt. Mal Doppelklick auf den. Das glaube ich nicht. Naja, hier verfolgt man die sozusagen. Ja, oder was geht da? Getragene Objekte, gefahrene Dings.
Außerdem ein toller Entertainer. Ich brauche jetzt keinen Schirm. Toller Entertainer. Also unsere Entertainer machen anscheinend gute... Die machen hier einen richtig geilen Job. So. Ach so, da ist die Family. Ah, Madeline ist das. Madeline 1. Madeline 1. Madeline. Die holt jetzt wahrscheinlich erstmal, geht erstmal hier in den Zoo und guckt sich erstmal ein paar... Strauße und Pferde. Genau. So, wir müssen hier die anderen mal öffnen, glaube ich. Nee, ist offen. Die großen von den neuen Gehegen sind noch nicht offen. Ja. Die haben wir gerade noch off-cam gebaut, damit wir jetzt nicht hier wieder anfangen müssen mit... Guck mal, ich habe Steine, kleine Berge da hinten und so. Ich habe mal ein bisschen letztens off-cam noch ein bisschen Action getrieben. Du kannst auch einfach wieder über die Infoschalter... Stimmt, wie ging das denn nochmal? Bei diesem Klemmbrett, genau. Dann Parkbetrieb. Nee. Wo war denn das? Ach, war da unten. Das dritte von unten. Das dritte von da, unten. Da, genau. Und da jetzt oben auf. Ist denn der? Müsste das sein, ne? Das nee, ist jetzt nicht. Da, ach, da oben ist ein extra Gehege. Nee, ein links daneben. Das, genau. Jetzt alles öffnen, unten. Da. Kepau! Okay, danke, du mein... Wir kommen doch schon der erste Vorschlag, RCT Erotik. Erotik wäre geil. Das müsste man... Leute, wenn ihr ein Asset-Set gefunden habt mit dem Erotik-Thema, ich würde da was brauchen draus. So, ich hätte Bock drauf. Wir brauchen übrigens also, noch... Guck mal. Also sehr gut, ich bin auch dabei natürlich, damit Mama und Papa ihre Kinder geben sie dann im Zoo ab und genau, Mama und Papa... Das Erotik-Paradies. Mhm. Sehr gut. Also getrennt natürlich, ne? Also ja, natürlich. Mama, Papa ist ja langweilig. Echt? Papa, Papa, das ist nicht langweilig. Genau. wir brauchen... Gibt's alles. Für jeden wir brauchen wieder alles. Namen. Mir ist aufgefallen, jetzt haben wir jetzt hier 3 und hier 2. Letztes Mal haben wir jedem Ausblick einen Namen gegeben. Vielleicht machen wir einfach jetzt... Also, weil, guck mal. Was sind denn das für Gehege nochmal gewesen? Hier waren... Tiger und... Guck mal, haben die keine Namen? Ja, irgendwie Tiger und Gepard, glaube ich. Ja, irgendwas Großkatziges. Ich glaube, die Tiger haben sich schon gepaart. Guck mal, dieses behinderte, blöde, wie heißt es denn? So, und hallo Chat, ne? Nochmal kurz. Ihr seid hier, keine Sorge. Sitzt wie immer auf meinem Schoß. Dieses Tool ist einfach da. Irgendwo ist hier bestimmt noch eine kleine Macke. Und hier zum Beispiel, also da siehst du nichts, aber dieser Pinsel. Ja. Oder? Was ist zum Henker? Du hast plötzlich Schatten gemalt. Wie ist das denn passiert? Ja, es ist auch die Steine. Guck mal, ich habe diese schönen Steine da hingesetzt, die werfen komische Schatten. Hier habe ich mir richtig einen abgebrochen. Musste es ja letztes Mal früh los. Ja, da habe ich mir hier, Alter, das war so nervig. Und guck, da ist wieder so eine Ecke, jetzt ist sie wieder weg. Also, wie du schon gewarnt hast oder im Chat gewarnt wurde, dieses Terraform-Tool ist ein wirklicher Hund. Und mit Hund meine ich nichts Gutes. Ja. Also Leute, 2 Namen für unser... Elefanten und... Großkatzengehege. Genau. Die Elefanten, können da nicht eigentlich noch Tiere zu? War da nicht noch irgendwas? Nee. Guck mal, wir gucken mal, was da... Waren noch... die nicht irgendwie... Oh, der hat doch einen richtigen Brocken da fallen lassen, Elefant. Du. Oh, echt? Kacken die auch? Guck mal. Geil. Die kennen schon was rum, du. Haben die ein ausmoduliertes Arschloch eigentlich? Muss man mal gucken, ne? Ich hoffe es. Mal rausfinden. Bisschen näher ran vielleicht? Da ist der Schwanz im Weg. Ey, ich will deinen Hintern sehen. Jetzt lauf doch nicht weg. Okay. Also ich finde, die Kothaufen sind schön ausmodelliert und die haben sogar unterschiedliche Texturen. Die gibt es auch unterschiedliche Größe sogar. Das ist schön. Das hört mich jetzt ehrlich gesagt sogar ein bisschen an. Fan Paradise, Rüsselparadies. One Cuck. Rüsselparadies. Okay. Irgendwas mit Pfand halte. Ja, okay. Pfand am Wasser. Ja, das ist nicht schlecht. Ja. Na, davon gab es auch mal Shirts, falls du das nicht... Schlennelshow, Parafantis, Rüsselsheim. Oh, Rüsselsheim. Rüsselsheim finde ich cool. Schon mal gebongt. Das andere ist das Pussygehege. Auch nicht schlecht. Ja. Steuerung ist gebongt. Das wäre so schön. Ist gekauft. Rüsselsheim. Oh, bestimmt wieder verschrieben, ja. Rüsselsheim. Kann die eigentlich die gleichen Namen haben? Kann ich das kopieren? Dann nennst du es halt Rüsselsheim 1 und Rüsselsheim 2. Ist auch scheißegal. Komm. Enter. Fuck it. Ihr könnt übrigens immer noch abstimmen, Leute, ne? Ausrufezeichen RCT, Western, Sci-Fi, Atlantis
gruselig oder, was war das fünfte? Abenteuer. Abenteuer. Einfach in den Chat reinhacken. Und dann geht das load. Los geht das jetzt dann. Ja, geben wir noch 5 Minuten, würde ich sagen. Ja, 5 Minuten machen wir noch. Ihr könnt, glaube ich, auch nur einmal voten. Also, wenn ihr schon mitgemacht habt, tut uns das leid. Dann habt ihr eure Stimme schon. Nicht Rüsselsheim, Pussy. Was war das? Das habe ich schon wieder vergessen. Pussy-Gehege. Ja, aber Gehege ist ja irgendwie langweilig. Ja, auch doof, ne? Pussy-Gehege. War doch nicht so geil, wie ich es jetzt mir vorgestellt habe. Pussy-Palace. Pussy-Terror, Pussy-Paradies. Pussy-Paradies, ja, sehr gut. Das ist eine Alliteration. Alliterationen gehen immer. Das Dumme, dass man das nicht kopieren kann, ne? Bam. Pussy-Paradies. Mama, gehen wir nochmal zum Pussy-Paradies? Paradies das, verschiedene Dinge. So. Okay. Nice. Also hier fehlen natürlich, weißt du, was hier noch so fehlt, aber da scheißen wir heute drauf. Mülleimer und der ganze und Kram. Essen und also ein ja, Toiletten, die Leute müssen Toiletten sollen vielleicht schon hinbauen, sonst kacken die ja noch ins Gehege, die ganzen Leute. Das ist doch scheiße. Okay. Während wir, genau, bevor wir können ja gar nicht starten. Bei den Katzen ist der Zaun kaputt. Das kann doch nicht wahr sein. Wo ist denn da der Zaun kaputt, liebe Leute? Sind doch alle da. Warum schwer getrollt hier, glaube ich, du? Was ist das hier? Hier. Was ist denn da los? Muss ich das jetzt neu bauen? Der muss repaired werden. Du musst einen Repairman nennen. Hast du ja, schon gebaut? Ja, ich hab einen Repairman. Hab oh mein Gott. Da ist er doch. Fauli McArsch. Geh da hin und reparier das. Kann ich dem Aufträge geben? Jetzt sind wir direkt davor. Alter. Der Homo-Fürst. Alter. Reparier die Scheiße, du Hurensohn. Ich bin heute ein bisschen im Pöbelmodus. Mhm. So, Fauli McArsch heißt es. Sorry, please. Ja, wie gehst du hier eigentlich ab? Ich bin noch ein bisschen... Ja, was ist denn mit dir? Hier klicken, um Mitarbeiter zu entlassen. Also ah, warte, da musst du, glaube ich, auch irgendwo einstellen, was der alles macht. Ja, der soll alles machen. Disziplinieren. Bam. Habe ich geklickt. Und jetzt? Was soll ich daneben? Auszubilden. Ah. Irgendwo konntest du die reparieren, Bahnen. Inspizieren. Was macht der eigentlich? Wie langweilig, ich fühle mich toll. Ich bin motiviert, siehst du? Muss da öfter mal... Wie kann man denn den hier reparieren, Leute? Mann, diese Schatten, das ist doch blöd. Als ich das gebaut habe, sah es nicht so aus. Ja, ich besser mich schon, Leute, keine Sorge. Sind die jetzt alle sauer auf dich, ne? Ja, ein bisschen. Auch, wieso sagst du denn so eine schlimme Wörter? Weiß ich auch nicht. Keine ich, bösen Wörter. Kennst du? Ich habe gerade nur gedacht, weißt du, da... Das sind Menschenleben in Gefahr. Weißt du, wenn die Tiger da ausbrechen und das der stimmt. Typ, den Chat ist ein ja, Dreck. Darauf hätten die Chatties doch sogar Bock. Ah, ja, stimmt. So, wollen wir mal das Voting zeigen, weil dann können wir hier nämlich yo. Weitermachen. Genau. Timo, nimm mal meinen hässlichen Kopf aus Dings und fügt da das Voting drüber. Gucken wir mal, warte. So. Oh, Sci-Fi hat Sci-Fi, gewonnen. Sci-Fi, okay. 31%. Na denn, mach mal eine Runde Sci-Fi, was? Cool. Ja, dann schließen wir das hiermit. Cool, dass ihr mitgemacht habt. Und ihr seht, ihr seid hier Mitentscheider. Yes. Interaktives Entertainment. Ich sag's dir. Interaktives Entertainment. So, Sci-Fi wäre dann hier so? Könnte man machen, aber man fängt hinter dem Candyland an. Hier. Stimmt, was jetzt? Wir mussten eigentlich hier die Bahn... Ach, die machen wir ein anderes Mal. Wir wollen ja... Hier hinter dem Kinderland. Ja, so links daneben, hier so. Fängt das so an, oder? Hier? Ja, genau. Okay. Sollen wir uns erstmal überlegen, Sci-Fi, hat, was das überhaupt für eine... Was für ein Boden hat. Ja. Das ist eigentlich schon perfekt, oder? Okay, den. Und jetzt muss ich gucken, was da für ein... Was ist denn... Felsen, Schnee und... Was ist oben links? Das Beton? Ja, das Beton ist, glaube ich. Das ist das Schwarze. Oder vielleicht so ein bisschen Mars. Oh, ist doch perfekt. Oder was war noch? Das Schwarze ganz oben links? Nee. Na, nee, ist richtig. Ne? Beton fand ich schon ganz geil. Ja. Was ist das hier? Nee, ist so hell. Oder man macht halt so ein bisschen Mars-Oberfläche, weißt du, so Marschen hier. Okay. So. Ja, man kann so ein bisschen, stimmt, das ist gar nicht so schlecht. Und dann macht man halt auch mal
Ich finde, Beton sieht so sehr nach Zivilisation aus. Okay, dann arbeiten wir hauptsächlich mit dem Felsen. Dann können wir ja halt andere Strukturen mit reinholen, wie sowas so und sowas. Ja. Okay, das war jetzt nur der Test. So, und da ja heute euer Geburtstag ist, lieber Chat, fangen wir gleich mit der geilen Dings an, oder was? Der Achterbahn? Ja. Fangen wir mit der Achterbahn an, würde ich sagen, ne? So, warte, dann machen wir jetzt, ich pinsel jetzt hier. Wir machen jetzt die Achterbahn, Leute, jetzt geht's hier richtig rund. Oh, ist das euch? Unsere erste Achterbahn, Hannes, bist du ein bisschen excited? Ja, ich merke, du bist ein bisschen excited, ich bin auch excited. Also mein Schniepiwurz wird sogar schon fast ein bisschen festlich. Das Problem ist ja immer bei diesen Achterbahnen, dass man immer aufpassen muss, dass sie nicht zu krass werden. Das wollen die Leute da nicht rein. Ja, du bist da, glaube ich, geübter als ich. Wir werden mal gucken. Schauen wir mal. Gucken wir mal, was wir daraus machen. Wir müssen erstmal dann gucken, welche Achterbahn wir denn überhaupt nehmen. Es gibt ja eine schier unendliche Auswahl. Okay, das habe ich ein bisschen versaut. Aber die Übergänge sind auch nicht so geil, ne? Ich dachte hier, das sieht schöner aus. Jetzt muss ich wahrscheinlich hier wieder... Ja gut, von der Entfernung, ich glaube von Namen sieht das schon wieder ganz gut. Das sieht so ein bisschen mondlandschaftmäßig aus, das ist eigentlich ganz cool. Genau. Komm, ist wieder Zeit. Oh, bau eine Mondlandschaft, hab dabei sehr viel Spaß. Rollercoaster, Tycoon. Bildschirm, so wie dein Gesicht. Einfach ein Bild. Bildschirm. Okay, so. Müssen wir eigentlich, weißt du, was richtig geil wäre? Bei einer Mutti? Ja. Okay. Wenn man dann noch so kleine Sci-Fi-Gebäude baut. So kleine UFOs und so. Ja, ja. Aber ich weiß halt nicht, die Leute wollen ja erstmal sehen, dass wir eine... Ja, wir müssen erstmal die Achterbahn bauen. Ach, was mache ich denn hier? Ich wollte das doch haben. Wir haben ja sowieso gesagt, erst die Achterbahn und dann außenrum die... den Spaß. Genau. Gitarren-Solo. Und darum mache ich hier mal ein bisschen Platz für die Dings. Krater. Eine gute Idee. Aber ich glaube, die können wir auch nach der Achterbahn machen. Ja, würde ich auch sagen. Ne? Glaube ich, oder? Ja, machen wir danach. Bevor wir jetzt wieder mit dem Terraforming-Tool hier alles zerstören und den Park irgendwie 30 Stockwerke tiefer legen. So, okay. Eieiei. Okay. Dann checken wir mal aus, was wir für Achterbahnen uns jetzt hier so, also hinflammen. Genau, dieser Louis hier, der wird ja dann irgendwie... Der geht dann da so weiter und kann dann... Warte mal, wo ist denn hier eigentlich Parkende? Da. Dann können wir das eigentlich mal noch... bisschen weiterführen. Ja. Mache ich das mal und dann gucken wir gleich, was für eine geile Meile wir nehmen. Die Achterbahn sollte in den Krater reingehen. Geile Sache. Das können wir machen. Dann sollten wir vorher einen Krater machen. Dann sollten wir vorher einen Krater machen, ja. Ich würde auch sagen, die Achterbahn befindet sich so hier, damit man von außen nicht schon, also nicht ganz am Rand, aber nicht jetzt hier in der Mitte, sondern hier so. Oder du... Gib mir Input, mein Lieber. Wir müssen uns ja auch für diese Achterbahn, die Achterbahn muss ja eine Geschichte erzählen, muss ja ein Thema haben. Ja. Okay. Thema ist zwar Sci-Fi, aber ich überlege jetzt gerade, es gibt ja Katapult-Achterbahnen, womit man quasi so einen Raketenstart nachmachen könnte, weißt du? So von so einer, dann geht's so los und dann startet das Ding, geht's schnell hoch und dann so irgendwie sowas. Irgendwie, ne? Irgendwie sieht so, aus ne? wie... Muss mal gucken. Kriegen wir schon den Erst-Terraformen, dann geht das einfacher. Okay, dann nehmen wir dieses schweinige Schweinetool. Das dreckige Drecks. So, jetzt das habe ich noch nicht ganz gemacht. Talsohle, Krater. Krater, das ist doch genau das Richtige. Ein bisschen größer vielleicht noch? Ja, ja. Push it to the max. So, wo willst du den denn gerne haben? Guck mal, kennst du diesen grünen Hund, der sich so komisch in der Kamera dreht, weil er diese Augenverwirr... Genau, wo, der sich das? So dreht. Ich weiß, so eine optische... Ja, optische Täuschung halt, genau. Guck dir mal das Ding an. Der sieht so ähnlich aus wie dieser... Ja, stimmt. Aber das sieht ein bisschen aus wie so ein Rorschach-Test. Was siehst du da? Ich sehe einen Mann, der gerade mit einer Schaufel jemanden verprügelt. Ich sehe einen Mann mit einem geilen Hintern. Oh ja. So, okay.
wo willst du die denn gerne haben? Also wir brauchen natürlich mehrere Krater. Einen würde ich sagen, unten links, da so irgendwo. Oh, das war ganz schön tief, du. Aber geht. Aber geht. Ah, nicht schlecht. Und vielleicht jetzt noch hier so in der Mitte so ein bisschen ein und dann... Ja, so, ja. Dann, ja, geht. Der Mond ist halt nicht eben. Und hier vielleicht drin... Rechts vielleicht noch ein. Wir müssen ja dann die... Die Achterbahn startet dann ja quasi von unserem Launchpad auf der Erde noch. Also ich fliege jetzt so zum Mond. Fliegen, ne? Oh, ich habe mir hier Wasser hingestellt, oder? Warte, ich habe es irgendwo hier hinter. Oh, ich habe mir jetzt trockenen Hals gerade. Lieber Berge als gerade. Ja, aber. Sophia Strauß ist ausgewachsen übrigens. Oh! Geil. Endlich. Was haben wir noch gewartet? Oh, das ist nicht ganz feucht. Das war ich vorher schon, aber jetzt bin ich auch noch nass. Oh. Krass. Ein kleiner Krümel. Pizzeria 1 ist ausgefallen. Scheiße. Wow. Alter, diese faulen. Oh, guck mal, das geht doch viel geiler. Ist ganz schön tief, aber that's the way it is, weil dann kann da die. Oh, ich muss das hier gleich nochmal hochfahren, weil jetzt haben wir so tiefe Löcher da drin. Ja. Ja, wobei, da kriegen wir schon was mit raus. Ich glaube, wir müssen das Gebiet wahrscheinlich dann noch ein bisschen größer machen. Naja, guck mal, also das ist der. Okay. Na, nachträglich ja, hier können, die Farbe machen. Genau. Das kriegen wir ja hin. So, ich guck mal, ob ich das nochmal ein bisschen hochkriege hier. Hügel erstellen. Sämtliche Wege auf Stelzen bauen, wie auf so einer Mondbasis. Eigentlich eine ganz gute Idee, oder? Dass die alle so ein erhöht sind. Es wird zwar ein Pain in the ass, aber. We do it. So, du sagst hier Achterbahn. Genau, und zwar Kinderbahn, ist das... aufregende Fahrten. Ist das nicht ganz oben, das Ding? Naja, es ist Achterbahn. Genau. Jetzt müssen wir uns eine aussuchen, die so ein bisschen so ein Raketenthema hat. Also ich habe gerade schon gelesen, Big Bahn hat die meisten Elemente, aber wir wollen natürlich auch ein bisschen gucken, das, was auch zum Thema passt. Wie gesagt, irgendwas Katapultmäßiges wäre, glaube ich, ganz geil. Kurz ein bisschen nach vorne. Achterbahn. Mini-Achterbahn. Flawless Coaster, Flying Turns, ne, Flöße, bla. Geh über eine Gleiterbahn, passt auch nicht so richtig. Die Hardline würde vielleicht auch passen. Oh ja, okay. Die merken wir uns mal. Ja, genau, die merken wir uns schon mal. Stormrunner. Alter, so viele gab's da. Es gibt Unmengen. Vor allem auch mit den Add-ons kommen halt noch ein paar Sachen dazu. Hyper Twister Bahn. Hölzerne Wilde Maus, langweilig. Inverted Coaster, Inverted Impulse Coaster. Korkenzieher, Liegeachterbahn. Okay. Liegeachterbahn. Mehr denn mit diesen Achterbahn? Minenachterbahn? Hä, hey, Minenbahn? Nee, die sollte Hälfte noch nicht zu viele, ey. Die sollte nicht zu freaky gleich sein. Ja. Also schon einen coolen Look, aber jetzt hier nicht mehr, also wo sich nochmal alles dreht. Riesenwasserkanne. Robobahn. Robobahn. Rotierende Maus ist langweilig, Schwindel ist langweilig, schwingende Hängebahn. Ja, aber da sind so Propeller. Ja, aber die kannst du noch ändern, das sehe ich nachträglich. Ah, okay. Ich weiß aber nicht, ob du die dann halt in so Raketen... Spiralachterbahn, das sieht schon ein bisschen raketig aus. Schneeachterbahn, ich glaube, es hagelt. Ich glaube, es hagelt? Ihr seid doch bescheuert. Was ist denn die Strata? Guck mal. Die sieht auch gut aus, ne? Die Strata-Achterbahn. Von einem hydraulischen Start- und magnetischen Bremssystem kontrolliert wird. Klingt cool. Wir nehmen die jetzt. Nehmen die jetzt, die Strata? Bevor wir 8 Jahre lang... So, jetzt müssen wir die ein höher setzen. Das war ja schon mal... Das ging mit Shift, genau. Das ging mit Shift und wir müssen... Was ist das denn? What the dillio? It's a big bug. We like bugs. Alter. Es gibt manche... haben eine Abschussfunktion, manche Achterbahnen. Was ich nicht check. Ich nicht checken, was hier abgeht. Hi. Hi. Wer war das? Die Werbungsqueen. Aber in 2 Minuten ist doch erst Werbung. Oh, Michael Krugmann. Ich vermisse mich. Ach, Krugmann, ey, den Jungen kannst du echt in der Pfeife rauchen. Echt, und davon wirst du noch nicht mal high, weil der so low ist. Das soll man lieber sein. Stimmt nicht, ich bin doch wieder da. Das muss sein. Okay, wir müssen eine Werbung anfangen. Gehen wir jetzt halt in die Werbung, okay? Okay, also. Gibt's halt keine Achterbahn. Nicht mit Krogmann eigentlich, aber schreibt eure Hate-Mails an.
Daniel Budiman at ich lese es eh nicht.de. Ja, und wir sehen uns gleich wieder.